Wir werden heute nur Fußballskins spielen und versuchen, mit den Fußballskins einen Win zu holen. Wir hatten Neymar, wir hatten Kevin De Bruyne, wir hatten Lionel Messi, wir hatten Oliver Kahn. Bleib bis zum Ende dran, es war extrem geil. Also Olli, let's go. Du bist heute unser Mann hier. Wisst ihr, was ich halt komisch finde, warum sie Oliver Kahn die Nummer 10 gegeben haben? Und ein kurzes T-Shirt, eine kurze Hose. Ich meine, Torwart sieht ja gewöhnlicherweise nicht so aus im Fußball. Ich glaube, die wollten da jemanden anders darstellen, wenn ich ehrlich bin. Lol, was war denn das? Ich glaube, die wollten Marco Reus machen, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich finde es halt krank lustig, dass er die Nummer 10 bekommen hat. Hat ja mit dem Torwart rein gar nichts zu tun. Ich finde, die hätten die Nummer 1 machen können. Die hätten dem eine Nummer 1 geben können. Eine Mütze, eine lange Hose und ein langes T-Shirt und dann ein langarmiges T-Shirt und darauf dann einfach eine 1 schreiben. Warum haben sie das dann nicht gemacht? Nein, die machen den normalen Fußballspieler, sieht aus wie ein Spielmacher und nennen ihn einfach Oliver Kahn. Fahnenspiel. Leute, hier werde ich auf jeden Fall schnelle Cuts machen, weil ich hasse das Spiel. Oh, okay, wir stehen 9 zu 2. Tschüss. Ihr werdet gleich vor mir umgebaut. Nein. Nice. Digga, nein. Oh, nice. Hau rein, Junge. Tschüss, dann haben wir geboxt und weggehauen. Guck mal, wie ich die alle hier aufhalte. Die haben keine Chance. Die wissen nicht, wohin, Digga. Die letzten Spiele bei Rocket Rumble gehen immer haushoch vorbei. Entweder ist ein Team krass oder ein Team komplett Schmodder. So, nice. Wir haben gewonnen. Im Finale mit dem Herr Kahn. Jetzt müssen wir unsere Aggressivität spielen lassen. Ihr wisst ja, ne? Der war ja früher relativ bekannt für seine extravagante Art auf dem Spielfeld. Sehr aggressiv gewesen damals. War aber auf jeden Fall ein Macher. Und was passt Besseres dazu, als das Finale mit Oliver Kahn bei Laser Tracer zu gewinnen? Jetzt gucken wir mal. Leute, ich box. Sorry, aber ich muss. Wir spielen Oliver Kahn. Da muss man boxen. Das ist einfach... das ist einfach... So wie wenn ihr Toast mit Nutella isst, was passt. Oder wie wenn ihr Cola bei McDonald's nimmt. Das passt einfach zusammen. Wisst ihr, wie ich meine? Und das passt jetzt halt hier zusammen. Mit Oliver Kahn und halt dem Boxen, ne? Wir müssen das natürlich schlau machen. Der ist, glaube ich, draußen. Nein, leider nicht. Alter, die sind aber nicht schlecht, Leute, muss ich sagen. So, jetzt ist einer draußen. Da hat Oliver Kahn auf jeden Fall schon mal zugeschlagen. Da haben wir auf jeden Fall schon mal zugeschlagen, Leute. Oh nein, ich habe ihn nicht getroffen. Zwei Stück sind erst draußen. Wundert mich eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Und ich treffe keinen Box-Emote gerade. So, der ist schon mal weg, der Arme. Ja, die tun mir schon ein bisschen leid. Aber ist egal, was soll ich machen? Ich mache hier eine Challenge mit Oliver Kahn. Da muss ich boxen. Tut mir leid, Freunde. Das ist halt gang und gäbe hier. Oh mein Gott, fast bin ich selber gestorben. Der Typ ist echt gut, der Ninja, ne? So, und... Was? Der Typ hat sich gerettet. Was ein geiler Typ. Okay, der ist gut. Oh mein Gott, wir haben uns qualifiziert. Der erste Sieg mit dem ersten Fußballskin. Oliver Kahn ist in der Haus, Leute. Als nächstes machen wir weiter mit Neymar Junior, Leute. Der ist nämlich hier, hat die Nummer 10, warum auch immer. Aber Flo-Flip kommen wir eigentlich weiter. Nur am Anfang ist hier ein bisschen ein Problem. Aber mit Neymar Junior müssen wir das eigentlich schaffen hier. Oh, wow, wow, hier ein Ninja für uns. Spezielles Skin. Aber wir sind heute Techniker. Vorhin waren wir Torwart. Oh, ey, Digga, ich mach den Trick nicht mehr, ne? Also, wenn ich... Guck jetzt, ich probier's nochmal. Wenn ich den Trick mach, kriege ich immer aufs Maul. Guck, das meine ich. Ich sag euch ehrlich, ich empfehle euch und für mich selber keinen Trick hier machen. Macht... Okay, ich mach ganz normal jetzt gleich. Machen wir noch ein letztes Mal, wenn ich jetzt wieder... So, lieber nicht. Machen wir ganz normal. Was wollte ich sagen? Wir hatten jetzt Oliver Kahn, jetzt haben wir Neymar. Nachher spielen wir auf jeden Fall noch mit Messi, würde ich sagen. Lionel Pessi, so wie das hier StumbleGuyst nennt. Und der Typ heißt ja hier in dem Shop oder in dem Dinger als Skin Roberto Carlos. Warum auch immer, und wir sind durch. Ab geht's in die nächste Runde. Okay, passt perfekt zu Neymar hier. Erstmal eine Runde Fußball, Leute. Vorhin hatten wir Oliver Kahn, der war jetzt technisch nicht so begabt, war auch im Sturm jetzt nicht so gut. Aber diesmal haben wir Neymar Junior am Start. Und da ist auch schon das 1:1. Die Gelben sind ganz gut dabei. Aber wir haben halt richtig krasse Technik und da war auf jeden Fall unser Kopf dran. Und das 2:1 für das blaue Team hier. Ich muss auch schon sagen... Ich bin mal gespannt, mit wem wir gleich am besten spielen oder am Ende, mit wem wir am besten gespielt haben. Also ich fand Oliver Kahn relativ gut, war ein bisschen aggressiv.
Der Typ hat einen zu hohen Cholesterinspiegel gehabt. Bei Neymar ist alles ein bisschen ruhiger und ich dachte gerade, der Ball wäre drin. Ach gerade, es steht 3-1, aber es steht noch immer 2-1 mit Neymar hier. Und da ist leider das 2-2. Das wird knapp, Leute. Das wird richtig knapp. Ich hoffe, dass ich hier weiterkomme. Ansonsten ticke ich komplett aus. Wir dürfen halt nicht gefoult werden, sonst steht unser Stumble-Guy Neymar nicht mehr auf. Ihr kennt doch Neymar. Der wälzt sich immer 1000 Mal auf den Boden, Leute. Wäre der Junge doch einfach bei Barcelona geblieben. Aber nun gut, das ist vergangene Geschichte und 3-2 für das blaue Team. Ein gelber Schild auf jeden Fall in unserem Tor. Jetzt nochmal gut abwehren hier. Wir sind nochmal durchs Tor gefallen, aber ich glaube, das ist der Win. Komm, nochmal einmal nach vorne. Langer Ball auf die linke Seite des Spielfeldes. Über den linken Flügel kommen wir nochmal. Wir haben Probleme mit unserem Kopf gerade gehabt und 3 Sekunden. Da ist auf jeden Fall der Win, Leute. Wir sind im Finale. Mal gucken, ob wir gleich gewinnen werden mit dem Neymar Junior. Okay, Finale ist Paint Splash. Da müssen wir uns jetzt kurz konzentrieren, Leute. Wir sind schnell unterwegs. Wir haben 98 Pace. Wir müssen also schnell sein. Das sieht aber gut aus, Leute. Kein einziger Fehler darf jetzt passieren. Dann haben wir es auch gleich geschafft. Hier jetzt einen kleinen Trick machen von rechts nach links mit unserem guten Neymar. Okay, einer ist hingefetzt. Oh, jetzt müssen wir hier nochmal. Jetzt wird's ganz knapp hier. Nein, 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 das war ein kleiner Fehler von mir. Okay, okay, wir haben nur noch eine Chance. Wir haben... Oh nein. Egal, ich probier's doch mal irgendwie den zu boxen. Und wir sind durch, Leute. Neymar Junior. Win mit Boxen hier. Let's go. Lass mal gerne ein Like da. Jetzt kommen wir zum nächsten Spieler. Wir spielen jetzt mit Lionel Pepsi. Let's go, Freunde. Ab geht's. So, hier haben wir jetzt Lionel Pepsi. Auch die Nummer 10 am Start. Passt auch alles, warum die den Lionel Pepsi genannt haben. Keine Ahnung, Leute. Für mich ist er einfach nur Lionel Messi. So. Sind wir gut reingekommen. Ihr könnt mir gerne reinschreiben. Ja, braucht ihr nicht. Egal, egal. Das werde ich selber entscheiden, Leute. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr reinschreiben, welche Skins wir als nächstes hier spielen sollen. Heute haben wir mal den Fußballtrupp übernommen. Und wir sind Erster geworden. Lionel Pepsi ist auf jeden Fall gut dabei gewesen. Mach mal ein bisschen ein paar Faxen. Ja, komm. Wir gehen durch, Leute. Ist jetzt weiter geht's ins nächste Spiel. Oh, Jungle Roll. Ja, das kann der Messi gut, Leute. Südamerikaner hier. Da ist es ja auch relativ warm. Das Klima passt zum Dschungel. Okay, komm schon, Pepsi. Pepsi Zero hier am Start. Ich habe mir meinen Bauch aufgeschürft. Ist aber egal. Und, Alter, Junge. Bro, wie gut spielen wir mit Messi gerade? Also, bis jetzt finde ich Messi am... Leute, wir kommen übel krass durch. Messi ist ja unnormal heftig. Was war denn das für eine Jungle Roll Runde? Bis jetzt, glaube ich, meine beste Jungle Roll Runde, die wir jemals hatten. Also Lionel Pepsi ist ja abnormal drauf. Leute, also das ist wild. So, wir machen jetzt was. Das setzt jetzt in den Mode ein. Und wir fangen jetzt gleich mal an zu heulen. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Der hört nicht auf, der hört nicht auf. Der Emote, der hört... Tschüss. Warum mache ich so eine Scheiße? Hochmut kommt vor dem Fall, glaube ich, gibt der Anspruch. Wir sind weitergekommen, wir sind im Finale mit Lionel Pepsi. Komm, gib mir was Gutes. Irgendwas, was ich gut kann. Irgendeine gute Map. Bitte nichts mit Sliden. Das wäre jetzt nicht so gut. Irgendwas Gutes, Leute. Und wir kriegen Over and Under. Messi ist klein und flink. Das ist die perfekte Map dafür. So, wir passen jetzt erstmal hier bei den grünen Balken auf, Leute. Ich hoffe, dass unser Messi genug Pepsi getrunken hat. Okay, das sieht doch schon mal gut aus hier. Ja, nice. Sehr schön. Und zack. Jetzt einmal hier hoch. Dann kommen wir hier hoch. Auf keinen Fall durch die Mitte gehen, Leute. Diese grünen Dinger rauben euch den letzten Nerv. Und das ist, glaube ich, ein perfekter Win mit Lionel Pepsi Zero. Leute, geisteskrank mit dem Typen. Wir warten mal, bis einer kommt. Oh, da ist... Wow, okay. Der ist ein bisschen weit hinten. Was machen die denn da? Kaffeekränzchen. Ah, da kommt einer. Wir gehen lieber ins Ziel, Leute. Wir machen kein Hardercash, keine Faxen. GG. Win mit Messi. Zu guter Letzt spielen wir jetzt mit Kevin De Bruyne. Mit einem belgischen Nationalspieler. Wir gehen rein. So, da ist auch schon KDB, die Nummer 10 von Belgien. Ich weiß gar nicht, ob Kevin De Bruyne die Nummer 10 von Belgien ist. Ich glaube nicht. Die Nummer 17 ist auf jeden Fall in City, glaube ich. Egal. Für mich ist es Kevin De Bruyne. Eden Hazard ist zu dick geworden. Deswegen Kevin De Bruyne hier am Start. Also ich muss sagen, Lionel Pepsi war bis jetzt überragend. Mal gucken, ob jetzt Kevin De Bruyne auch so gut ist wie die anderen. Oliver Kahn war aggressiv. Ja, ich muss schon sagen, Lionel Pepsi war sehr, sehr wild unterwegs.
Neymar Junior war auch ganz entspannt. Aber Pepsi war halt anders. Und wir sind durch mit Kevin De Bruyne. So ein Ding ist das, Leute. Erstes Game, erster Win. Die nächste Map ist Light. Die muss mindestens einmal kommen, oder? Erstmal hier warten. Lieber auf Nummer sicher, ist ja kein Finale. Jetzt machen wir mal einen Trick mit Kevin De Bruyne. Der hat ja einen geisteskranken Schuss. So, hier auf die Rutsche drauf. Junge, wer boxt denn auf der Rutsche? Habe ich noch nie gesehen. Nimm dir mal den Boxhandschuh weg, dem Jungen. Oh, nice. De Bruyne auch mit einer guten Technik hier am Start. Oh, jetzt hat er ein bisschen... Jetzt hat er ein bisschen nachgelassen, aber hier müssen wir auf jeden Fall nochmal den Trick machen. Jawohl, sehr schön. Oh, wir können Erster werden. Ah, doch nicht. Zweiter oder Dritter wäre gut. Und nein, einmal hängen geblieben. Aber ich glaube, wir sind... Wir müssten im Finale sein. Dritter Platz ist gut. Wir sind uns im Finale mit Kevin De Bruyne, Leute. Auf geht's hier. Nächster Win jetzt. Finale ist Lost Temple. Okay, Kevin. Bisschen Concentration hier. Der ist auf jeden Fall am Start. Seinen blonden Haaren. Okay, jetzt müssen wir uns anstrengen. Hier verkacke ich ganz oft, Leute. Und gut getimed. Oh, 0,1 Millisekunde. Bis hier diese spitzigen Dinger in unserem Hintern gelandet wären. Und okay, ich glaube, das ist der Sieg. Kurz nochmal hier aufpassen mit Kevin. Leute, easy peasy. Lemon Squeezy, das ist der Win mit Kevin De Bruyne. Und dann haben wir außer mit einem einzigen Skin mit Ronaldo den Win geholt. Ja, ansonsten haben wir die Football Skins durch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt gerne rein, mit dem ihr noch was sehen wollt. Ich bin raus, haut rein, bis dann und ciao, ciao.